seiner sogenannten ersten Liebe. Das weil er so jugendlich wirkte, als wäre er noch ein Student. Hat keiner ausgelassen. Das waren so tolle Vorlesungen, also da war ich immer. Oh, ich steige ein. Im ersten Abteil sitzt der Professor Ratzinger und betete Brevier. Hier im Hauptgebäude, in dem Vorlesungssaal, der unmittelbar an den Turm anschließt, erstes Stockwerk, im Hörsaal 8, seine ersten Vorlesungen begonnen. Die Studenten waren damals sehr betroffen. Sie haben einen Fackelzug veranstaltet. Man hat gesehen, welche Kraft in diesem jungen Professor steckt. Hier in dem Haus Wurzerstraße Nummer 11 hat Josef Ratzinger in seiner Bonner Zeit gewohnt. Denn bei aller Genialität war er nicht unbedingt ein praktischer Mensch. Er hat auch eine feine Art des Humors. Er lacht auch gerne und er ist sehr, möchte ich sagen, achtsam eigentlich unterwegs. Ich weiß nicht mehr, was wir uns erzählt haben, aber es war ohne Ende. Die Biografie von Professor Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., ist gut dokumentiert. Es gibt in diesem wirkungsvollen und spannenden Leben aber 4 Jahre, die der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind. Die erste Professur, die ersten großen Vorlesungen, die internationale wissenschaftliche Anerkennung, der erste Schülerkreis, die Mitarbeit am Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist die Bonner Zeit des Professors Josef Ratzinger, des späteren Papstes Benedikt XVI. Die unbekannten Jahre 1959 bis 1963. Josef Ratzinger in Bonn. Eine Dokumentation von Alexander Krühloff. Immer wieder hat Papst Benedikt über die Zeit gesprochen seiner sogenannten ersten Liebe. Das heißt die Berufung von Freising nach Bonn. Er ist im Jahre 1959 nach Bonn berufen worden, Professor für Fundamentaltheologie. Und das war ja die erste Stelle an einer Universität, an einer theologischen Fakultät, an einer Universität. Und hat ja 4 Jahre gedauert. Und immer wieder hat er dann sozusagen von dieser Zeit gesprochen, auch von der Freude, die er empfunden hat, jungen Menschen den Glauben vorzutragen, in Vorlesungen, in wichtigen Vorlesungen, seine Überlegungen zum Glauben, zu den grundlegenden Überzeugungen des Glaubens vorzutragen und vor allem der Kontakt mit den jungen Menschen, sei es bei Vorlesungen, sei es bei Seminaren oder auch in anderen Zusammenhängen. Und da war Bonn für ihn so etwas wie das, ja, ich habe vorher von erster Liebe gesprochen, wie eine erste Erfahrung außerhalb Bayerns. Ich lebte ja in München, das ist lange Zeit. Ich habe in München mein ganzes Studium gemacht und lebte auch nachher noch da. Also das war aber so in den 50er Jahren. Ich hatte Sitzungstermine in Düsseldorf, ging zum Münchner Hauptbahnhof und in den D-Zug. Oh, ich steige ein. Im ersten Abteil sitzt der Professor Ratzinger und betete Brevier. Habe ich gewartet und dann habe ich ganz schüchtern angeklopft und habe gesagt, Herr Professor, darf ich reinkommen? Ich störe Sie auch bestimmt nicht beim Beten. Dann hat er mich reingelassen und ich nahm Platz und war ruhig. Und er betete auch weiter, aber nach einer Weile hat er mal geguckt und dann haben wir uns bis Bonn prächtig unterhalten. Das wissen Sie, das war eine so einmalige Gelegenheit, dass zwei Menschen, die sich ja noch gar nicht so gut kannten, im Zug gegenüber sitzen, keine Mensch dabei, stundenlang. Ja, dann hatte ich weiß nicht mehr, was wir uns erzählt haben, aber es war ohne Ende. Und dann kam plötzlich Bonn und dann ist er natürlich glücklich ausgeschieden. Zu seiner ersten großen Professur. Zunächst einmal ist zu sagen, dass das seine erste Stelle war und er hat sich sicher darauf gefreut, weil das war
einen Lehrstuhl, den schon sein Lehrer Söhngen haben wollte. Er war zunächst nach seiner Promotion in Freising am Domberg als Dozent tätig für Fundamentaltheologie und Dogmatik. Und derzeit schrieb er ihm seine Habilitationsschrift über Bonaventure und dessen Offenbarungsverständnis. Und als das abgeschlossen war, war die Frage, wo kann er hin, was ist die Zukunft? Er wollte sicher nicht in einem Priesterseminar oder dieser Hochschule, die im Priesterseminar angeschlossen war, in Freising bleiben. Der Kardinal in München hatte wahrscheinlich andere Projekte, er wollte ihn vielleicht transferieren, dann aufgrund auch der Geschichte mit Schmaus nach Pasing in der neu eröffneten pädagogischen Hochschule. Dort wollte er nicht hin. Und als er dann im Sommer 1958 einen Ruf auf den fundamentaltheologischen Lehrstuhl in Bonn bekam, hat er sich gefreut und hat sich auch deshalb gefreut, weil sein Bruder jetzt auch freigestellt worden ist zum Studium, dass jetzt sozusagen eine neue Zeit anbrechen kann. Er musste sich allerdings noch mit den Eltern verständigen, die mit ihm zum Domberg gezogen waren. Und er wollte gern seine Familie bei sich. Ja, schweren Herzens haben ihn dann ziehen lassen. Und er begann dann eben in Bonn seine Vorlesungstätigkeit. Ja, hier stehen wir vor der Universität Bonn, dem Hauptgebäude, in dem sich auch die Katholisch-Theologische Fakultät befindet, hier auf der rechten Seite. Dort in diesem Turm war auch das Dienstzimmer von Josef Ratzinger. Vorher war er in München Privatdozent, hat schon unterrichtet in Freising, aber er hatte einen Lehrstuhl. Er ist Teil dieser Universität, die damals noch von den großen Persönlichkeiten geprägt war. So beschreibt er es auch im Rückblick in seiner Regensburger Vorlesung als Papst 2006, was das für ein Erlebnis war, auf diese akademische Bühne zu kommen. Und die Erwartung war sehr groß, weil ein so junger Professor war eigentlich noch nie nach Bonn gekommen. Und dann kam ein 1,70 großer, ganz schlanker Mensch, etwas ausgedörrt, etwas jungenhaft, etwas linkisch, kam in den Hörsaal und alle dachten, oh Gott. Als er mal eine Predigt gehalten hatte mit dem Semestereröffnungs- oder Schlussgottesdienst, dass ich nachher gefragt wurde, seit wann dürfen denn die Theologen schon predigen? Weil er so jugendlich wirkte, als wäre er noch ein Student. Wenn man hier in diese Flucht hineinschaut, dort befinden sich die Hörsäle 7, 8, 9, 10 und das Audimax. Das sind die großen Vorlesungssäle, in denen er seine theologischen Vorlesungen gehalten hat, in den Jahren 1959 bis 1963. Manchmal für ganze Perioden unterbrochen, weil er in Rom weilte, zusammen mit Kardinal Frings. Die Antrittsvorlesung war sehr bedeutend. Da ging es ja um Gott, der Philosoph, und Gott des Glaubens. Sozusagen sich zentriert auf das Proprium, was unterscheidet den christlichen Gottesglauben vom allgemeinen philosophischen Gottesglauben. Was ist das Besondere der Offenbarung? Das hat er mit seiner Habilschrift schon begonnen. Er hat seine erste Vorlesung, die ja berühmt geworden ist und mehrfach publiziert worden ist, über den Gott des Glaubens, den Gott der Philosophen, in dem dritten Hörsaal von hier her gesehen, links im Hörsaal 8 gehalten. Und es wird geschildert in seinen Erinnerungen und auch von verschiedenen Hörern dieser ersten Vorlesung, wie er zum ersten Mal dort auftauchte. Und als er dann losgelegt hatte, konnte man eine Nadel fallen hören. So gebannt waren sie von seiner Ausdrucksweise, denn die war in der Stimme zwar ganz zurückhaltend, er hat meistens sehr leise gesprochen, aber mit einer Klarheit, die dazu führte, dass die meisten Studenten gar nichts mehr mitschrieben, sondern so gebannt waren, weil sie auch alles verstanden und weil es neu für sie war. Ich war beim Studium 2 Semester in München, kam zurück nach Bonn, ging das da weiter. Zur gleichen Zeit kam der Professor Ratzinger von Freising auch nach Bonn. Und wir haben also in unserem 7. Semester damals dann also auch wieder Vorlesungen und Prüfungen gehabt. Prüfungen im 7. noch nicht, aber im 8. dann. Ich war jedenfalls bei ihm in der Vorlesung, schön regelmäßig, und der war sofort sehr anerkannt. Der war uns also als sehr junger, aber auch sehr tüchtiger Theologe sehr bald im Begriff.
Als Josef Ratzinger nach Bonn kam, war er noch sehr jung, 32 Jahre, und er sah auch noch sehr jung und unverbraucht aus. Er stand eines Tages am schwarzen Brett im Gang der Universität und sah sich eben an, wo, in welchen Hörsälen seine Vorlesungen oder sein Seminar stattfindet. Neben ihn stellte sich eine Frau, Marianne, eine Studentin, und fragte ihn: Na, suchst du auch deine Vorlesung? Und darauf sah Ratzinger so ein bisschen amüsiert zur Seite und sagte: Nein, ich tue unterrichten. Nee, konnte man auch nicht unterscheiden. War wirklich, wie ich ja auch gesagt habe, so fast einer von uns. Ne? Uns trennte ja nicht viel. Also als solch waren wir ja kaum zu unterscheiden. Ne? Aber was er zu vermitteln hatte, das unterschied uns dann doch sehr. Er war leise und man hörte dann aufmerksam zu und quatschte nicht. Papst Benedikt hat einmal in seinen Erinnerungen geschrieben: Ich habe immer darauf geachtet, dass die Studenten den Griffel oder ihre Füllfederhalter an die Seite legten und auf mich blickten. Dann wusste ich, jetzt konnte ich ihnen etwas beibringen, vorher nicht. Und man hatte schon gehört, dass er was zu verkaufen hatte, ne? Und aber dann zu erleben, wie er das brachte, also das war faszinierend. Diese schlichte Einfachheit, ohne jede Pose, ohne jetzt Pathos. Nicht wie ich jetzt, bin schon auch pathetisch. Nee, das war nicht seine Art. Diese Schlichtheit und Einfachheit, das hat mich sehr bewegt. Denn Ratzinger hat nicht einfach, obwohl er einer der besten Kenner der Tradition der Theologie ist, hat nicht einfach übernommen, was seine Kollegen vorher in Büchern publiziert hatten, sondern er hat die Dinge von Grund auf neu durchdacht. Er hat auch einmal geschrieben: Ich gebe nur das weiter, wovon ich auch überzeugt bin, dass es wichtig ist und dass es mich selber gepackt hat. Und man merkte, wenn er etwas vortrug, dann war das etwas, was ihn selber einmal gepackt hat. Er hatte volles Haus. Seine Vorlesungen waren immer ein bisschen auf den letzten Platz besetzt. Das war alles irgendwie so selbstverständlich. Er war der Neue. Und er hatte einen so großen Erfolg hier in Bonn. Zu seinen Hörern gehörten auch berühmte Leute, wie zum Beispiel der spätere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der seine Frau, die auch Theologiestudentin war, hier auf der Vorlesungsbank kennengelernt hatte. Und es waren über 400 Studenten, die zu seinen normalen Vorlesungen gingen. Etwas, was heute undenkbar ist bei theologischen Vorlesungen. Allerdings haben wir ein solches Genie auch seitdem nicht wieder hier an der Universität gehabt. Ich bin dann im 8. Semester sogar in sein Seminar gegangen. Die Gottesbeweise, das heißt also eben mit dem Grundgedanken, nicht Beweise im herkömmlichen Sinn, also von der früher physikalischen Gewissheit, also vielmehr Beweis, sondern Erweis, Gottes Erweise. Das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, aber ich habe die Mitschriften nicht mehr. Und dann am Schluss, dann am Ende des 8. Semesters, Prüfung bei ihm. Und dann ging es ab ins Priesterseminar nach Köln. Wir waren ja schon im 7. Semester und im 8. Semester. Also 7. 8. Semester habe ich also zwei Semester Vorlesungen von ihm. Ich habe keine ausgelassen. Das waren so tolle Vorlesungen, also da war ich immer. Und und dann war er ja noch eine Zeit lang hier in Bonn und ging dann ja nach Münster. Er war in den Bonner Jahren besonders glücklich, das hat er in seinen Erinnerungen geschrieben. Das hat natürlich damit zu tun, dass das sozusagen seine erste große Liebe war als Professor und dass er hier eine Gesellschaft vorfand und eine Studentenschaft, die einfach nach vorne blickte, die wissbegierig war. Alles war damals 10 Jahre nach dem Krieg im Auftrieb, politisch, wirtschaftlich, aber eben auch wissenschaftlich. Deswegen waren seine Vorlesungen so gut besucht, besser als alle anderen Vorlesungen. Das haben neidlos alle Kollegen anerkennen müssen.
Zeitweilig mussten seine Vorlesungen in das Audimax verlegt werden, weil sie so voll waren, dass die Leute auf den Stufen und auf dem Boden saßen. Und das hat es nach ihm, so kann man heute nach 30 Jahren oder nach 50 Jahren sagen, das hat es seitdem nicht mehr gegeben. Die Theologie hat natürlich heute auch nicht mehr annähernd den Stellenwert, den sie in den Jahren vor dem Konzil und auch noch in den Jahren danach hatte. Damals wurde sie in der Gesellschaft wirklich zur Kenntnis genommen, nicht nur innerhalb der Kirche. Das hat sich inzwischen leider sehr geändert. Insofern muss man natürlich sagen, dass die Zeit, in der er hier in Bonn gelehrt hat, eben auch so etwas wie eine große Gnade für ihn war. Es war die Zeit des Aufbruchs, die Zeit der Vorbereitung des Konzils. Es war die Zeit, in der die Leute, die zum Teil noch den Zweiten Weltkrieg im Gedächtnis hatten, es als Gnade empfanden, Theologie studieren zu dürfen. Und das alles hat sich natürlich dann auch für ihn als etwas gezeigt, was Chance war, die er allerdings dann auch mehr als alle anderen ergriffen hat. Er ist ein zarter Mensch gewesen, ein zarter Mensch mit einer Lichtgestalt irgendwo, ja. Und er hatte immer einen gewissen Schutzwall um sich rum. Das kann man auch Distanziertheit nennen, aber das habe ich nicht gemerkt. Aber er hatte einen natürlichen Schutzwall um sich rum. Josef Ratzinger war und ist ein Mensch, der andere sehr beeindruckt durch seine Intelligenz, auch durch seine Schüchternheit. Und deswegen hat natürlich manche Studenten zunächst Berührungsängste mit ihm. Einer davon ist Roman Angulanza, der heute noch in Salzburg lebt, der damals eben aus dem Süden nach Bonn kam, um Ratzinger zu hören, den er schon einmal in Salzburg kennengelernt hatte. Und er war ganz aufgeregt, als er an der Tür klingelte in Bad Godesberg in der Wurzerstraße. Dieser große Ratzinger, was soll er mit dem reden? Vielleicht blamiert er sich furchtbar. Und Ratzinger öffnete die Tür und bat ihn herein und hat irgendwie instinktiv gespürt, wie aufgeregt dieser junge Student ist. Und er führte ihn dann in sein Wohnzimmer und da saß ein alter Teddybär in der Ecke. Und dann sagte er, Teddy, darf ich vorstellen, das ist Herr Angulanza. Herr Angulanza, darf ich vorstellen, das ist Teddy. Er begleitet mich seit Kindheitstagen. Und damit war das Eis gebrochen, sagt Herr Angulanza. Und die beiden kamen ganz locker ins Gespräch und sind eben bis heute, 60 Jahre danach, immer noch sehr verbunden. Es war sehr lebendig, anregend. Also da konnte man sehr gut folgen. Und in der Prüfung war er ausgesprochen menschlich. Prima. Er saß da am Tisch und hat mich begrüßt, ganz freundlich, ganz normal. Aber mir fielen sofort aber irgendwelche Last ab. Das war direkt ein Vertrauensverhältnis. Der lächelte ganz schlicht einfach und ermutigte sozusagen, die Mutlosigkeit loszulassen. Es ging, glaube ich, damals um das Petrusamt, das mich exkommandierte. war alles so natürlich, so schlicht und einfach. Und man darf ja nicht vergessen, Ratzinger hat eigentlich vorher als Dogmatiker gearbeitet und hatte dann in Bonn den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie. Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen ist seine Antrittsvorlesung. Also dieses Thema Glaube und Vernunft, was wir bis heute mit ihm, auch mit seinem Pontifikat verbinden, das ist eigentlich in Bonn grundgelegt. Noch etwas anderes kommt dazu. Als Fundamentaltheologe musste er sich mit den Weltreligionen beschäftigen. Und das war Ende der 50er Jahre auch eine Terra Incognita. Er hat also sehr viel gesucht nach Quellen, Buddhismus, Hinduismus und versucht, mit dem Christentum zu vergleichen. Er hat einen Kollegen gefunden an der Uni Bonn, Paul Hacker, einen damals sehr bekannten Indologen, der selber lange in Indien gelebt hat, auch Sanskrit konnte. Und der hat ihm also wichtige Hinweise gegeben. Die beiden waren dann auch sehr eng befreundet, ein Leben lang. Und Ratzinger hat in seinen Erinnerungen auch an diesen, auch heute leider vergessenen, großen Gelehrten
zurückgeblickt? Ja, also was mich damals sehr interessierte auch, waren die Vorlesungen über Privatoffenbarungen, also so Erscheinungen. Da hat er uns also auch ganz schön auf den Boden der Tatsachen geholt. Das war schon toll. Besonders klar formuliert, sehr gut verständlich, also kein Theologen-Chinesisch, wie man das sonst manchmal hat, wirklich so, dass wir als Studenten also leicht folgen konnten. Das war auch nicht ganz leicht, nicht? Was der, wenn ich da so meine Skripte nochmal nachlese, das war schon harte Kosten. Ne? Er hat auch ganz schnell Beziehungen gepflegt zu Leuten in anderen Fakultäten, was heute auch eher selten ist. Zum Beispiel zu dem Indologen Paul Hacker, mit dem er sich sehr befreundete, ein berühmter Religionswissenschaftler, der dann vielleicht auch unter seinem Einfluss zum Katholizismus konvertiert ist. Zu Heinrich Schlier, der 1952 zum Schrecken des Protestantismus in Deutschland als Neutestamentler hier an der Evangelisch-Theologischen Fakultät zum Katholizismus konvertiert ist. Mit ihm hat ihn eine lebenslange Freundschaft verbunden. Auch die Freundschaft mit Hans-Urs von Balthasar hat hier in Bonn begonnen. Hier haben sie sich zum ersten Mal getroffen, 1960. Und seitdem ist zwischen diesen beiden Charakteren, die sowohl in der Diktion wie auch in ihrem Charakter ganz verschieden waren, doch eine ganz tiefe Freundschaft entstanden. Dasselbe kann man dann später auch sagen von so berühmten Persönlichkeiten wie der Lübeck. Und ja, er hat dann den Indologen Hacker kennengelernt und hat sich auch damit beschäftigt. Und vor allen Dingen hat er da, glaube ich, auch tiefe Einblicke gewonnen. Das dürfte wahrscheinlich auch das Neue gewesen sein in Bonn, in andere Religionen, was ja später in den 90er Jahren großes Thema wurde. Religionspluralistische Theologie hat da schon den Grundstock gelegt durch die Freundschaft mit dem Indologen Hacker, Paul Hacker. Im Frühjahr 1959 kam Josef Ratzinger in dieses Gebäude, im Theologenkonvikt des Erzbistums Köln, Collegium Albertinum, um hier in der ersten Phase seiner Lehrtätigkeit an der Bonner Universität zu wohnen. Hat somit einige Zeit lang mit den Albertinen hier das alltägliche Leben geteilt, hier auch Gottesdienste gefeiert und dann hier seine erste Zeit als Professor verbracht. Ratzinger hat von April bis Juni im Collegium Albertinum ein Zimmer bewohnt. In der Chronik des Hauses ist also Ratzinger mehrmals erwähnt, dass er dort eingezogen ist, dass er dort zelebriert hat und auch, dass er dort wieder ausgezogen ist, was eben einige Studenten bedauert haben, denn in diesen 3 Monaten war er ja täglich präsent und er ist ja doch einer, der zwar etwas abwartet, aber wenn er sich dann wohlfühlt, eigentlich sehr gerne in Gemeinschaft ist, auch lachen kann. Und es gibt auch 2 Fotos in der Chronik des Albertinum, wo man Ratzinger aus vollem Halse lachen sieht, nämlich bei einer Karnevalsveranstaltung im Haus, wo er später noch eingeladen war, zusammen eben mit dem Rektor Daniels und den anderen Repetenten im Haus. Das ist mal das eine, so ein Mitleben, ganz selbstverständlich, die Feier der Messe und dann ging es eben gleich danach an die Universität zu Fuß. Wir stellen uns den jungen Professor Josef Ratzinger gerne vor, am Pult stehend, lehrend oder aber über Büchern gebeugt lesend. Aber in der Zeit, als er hier im Theologenkonvikt Collegium Albertinum gewohnt hat, kam er sicherlich immer wieder auch gerne in den Rheingarten und hat hinausgeschaut auf den Rhein. Und noch nach Jahren oder Jahrzehnten hat er gerne daran zurückgedacht, wie ihm dieser Rhein, der Blick darauf, eine Offenheit und Weite in Erinnerung gerufen hat und bezeugt hat, die, von der wir wissen, dann auch sein Werk mitgeprägt hat. Er hat im Haus einen seiner späteren Doktoranden kennengelernt, Theo Schäfer, ein Aachener Priester, der dort gerade seine Doktorarbeit abgeschlossen hat. Die beiden haben meistens zusammen Mittag gegessen, in einem separaten Raum, also nicht im großen Speisesaal, und konnten sich eben da sehr gut persönlich kennenlernen. Theo Schäfer hat dann seine theologische Promotion später bei Professor Ratzinger geschrieben und er war ihm auch im Schülerkreis immer sehr präsent, ist 2019 verstorben. Aber das ist eben auch eine 60-jährige Weggemeinschaft, die in diesen frühen
Tagen im Albertinum grundgelegt war. Und wie gesagt, Ratzinger hat dieses Haus immer in guter Erinnerung gehabt. Er hat ja selber lange im Priesterseminar in Freising gewohnt. Und insofern war dieses geistliche Leben im Haus für ihn gerade am Anfang eine wichtige Starthilfe und eben auch eine Bereicherung für seinen Alltag als Professor. Er hatte ein Geschick, aufgrund seiner persönlichen Bescheidenheit und aufgrund seiner ganz vorsichtigen Kommunikation Leute auch aus anderen Fakultäten, die nicht gerade als fromm galten, an sich zu ziehen und eine Freundschaft mit ihnen zu pflegen, die nicht so sehr darauf baute, dass man sich oft und lange traf, aber dass man wissenschaftliche Projekte miteinander besprach und dann auch in Publikationen zu einer Frucht brachte. Und ich habe dann verschiedene Sachen auch gesehen und gelesen. Und in diese Zeit fällt ja auch dann die Begegnung mit Kardinal Frings. Ja, also der Kardinal ist auf ihn wie auch immer aufmerksam geworden. Und man weiß inzwischen durch verschiedene andere Erkenntnisse, dass er eben den damaligen Professor Ratzinger gebeten hat, im Hinblick auf das Zweite Vatikanum ihm beizustehen. Und berühmt geworden ist ja diese Rede, die er Professor Ratzinger für Kardinal Frings gemacht hat, die dann in Genua gehalten worden ist. Und später auch andere Reden, vor allem die Reden dann in Benzberg. Und dann natürlich die Mitarbeit und die Zuarbeit während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das hat in Bonn begonnen, das hat in Bonn seinen Anfang genommen und ist dann weitergegangen. Aber wie so oft ist der Anfang immer das Wichtigste und im Anfang liegt sozusagen auch der Zauber enthalten. Also das ist mal das eine, das Fachliche. Dann das zweite ist das Kirchliche. Wir wissen ja, das ist relativ gut bekannt, dass Ratzinger so 1960, 61 Kardinal Frings, dem Erzbischof, persönlich begegnet ist und die beiden sich gleich irgendwie sympathisch waren, obwohl 40 Jahre Altersunterschied waren und Frings ein Rheinländer durch und durch und Ratzinger ein Bayer und eher ein Künstlertyp vielleicht. Die beiden haben sich von Anfang an irgendwie verstanden, auch vom Geistlichen, vom Theologischen her. Und deswegen hat Frings dann diesen jungen Professor Ratzinger, den jüngsten Professor der Uni Bonn, mitgenommen zum Zweiten Vatikanischen Konzil nach Rom. Da war also die Tatsache, dass Hubert Luthe und er sich gut kannten, führte dazu, dass man bei einer Gelegenheit die konkreten Dinge gehen in der Erinnerung bei denen auseinander, aber es war wohl ein Konzert in Köln, wo bei der kurzen Pause dafür die entsprechend hochrangigen Gäste dann so ein kleiner Gedankenaustausch war. Und da hat dann Hubert Luthe nochmal den jungen Professor allein besonders vorgestellt. Der hatte nur seinen Antrittsbesuch schon beim Erzbischof gemacht. Und das hat dem Kardinal so, dieser Smalltalk so imponiert, dass er mal einen Vortrag von Ratzinger irgendwo, Benzberg oder wo man besucht hat. Und dann hat er der Kardinal dann den Professor gebeten, einen Vortrag vorzubereiten, den der Kardinal in Genua halten sollte. Das war damals eine sehr hochrangige Vortragsreihe. Die hatte, ich glaube, ein Jesuit in Genua angestellt und hatte eben international viele Redner dafür gewonnen. Und eben der Kölner Kardinal auch mit dem Thema das kommende Konzil in der Situation unserer Zeit jetzt, vor allem, was sich also seit dem Ersten Vatikanum alles getan hat. Und es waren natürlich die Jahre, in denen das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet wurde und begann und wo er als rechte Hand gleichsam von Erzbischof Frings in alle Kreise hineinkam, die damals die großen Vorlagen des Konzils begleiteten und vorbereiteten. Er war der große Redenschreiber von Erzbischof Frings. Und wenn man heute in seinen gesammelten Schriften die beiden Bände über das Zweite Vatikanische Konzil liest, dann merkt man, wie viel von dem, was
in den Akten des Konzils von verschiedenen deutschen Bischöfen vorgetragen wurde, auf ihn zurückgeht. Wenn man einmal den Einfluss quantitativ bemessen sollte, wer hat den größten Einfluss von Deutschland aus gesehen auf das Zweite Vatikanische Konzil gehabt, dann ist sicherlich sein Name zu nennen, vielleicht sogar an erster Stelle. Und dann hat Ratzinger diesen Vortrag entworfen und wie dann Kardinal auch in seinen Erinnerungen schrieb, hat er so ganz ungewohnt diesen Vortrag praktisch ganz übernommen, mit ganz kleinen Korrekturen, weil er völlig damit übereinstimmte. Und kurze Zeit nachdem der Vortrag gehalten worden war, war in Rom eine Versammlung der Vorbereitungskommission für das Konzil. Zu dieser Kommission gehörte der Kölner Kardinal auch. Und während der Sitzung kam ein Diener vom Papst Johannes, dem 23., der Kölner Kardinal möchte doch nachher mal in der Pause zum Papst kommen. Und dann hat Kardinal Frings, wie der das so hatte, humorvoll wie er war, gesagt, er war ja blind, musste den sogenannten Ferraiolone, diesen Festumhang, dann von Kaplan Lute umgehängt bekommen und hat dann gesagt, ziehen Sie es mal nochmal an, vielleicht ist es das letzte Mal, als würde er jetzt aufs Kardinal abgesetzt, nicht? Aber es war umgekehrt, der Papst empfing ihn herzlich und sagte, er wolle ihm also danken für den Vortrag von Genua. Ich habe ihn diese Nacht gelesen. Genau das ist es, was ich mit dem Konzil will. Habe es nur bisher noch nicht so ausdrücken können. Und dann hat Kardinal Frings, der natürlich nie irgendetwas an Ruhm auf sich sitzen ließ, wenn andere Anteil hatten, gesagt, ja, das hat mir ein Professor Ratzinger eben entworfen. Und der Papst, der nicht ahnen konnte, dass das ein vierter Nachfolger würde, nicht, der hat dann gesagt, naja, vor Schläge muss man sich ja machen lassen. Das war dann ein köstliches Sinn. Aber dann hat eben der Kardinal auch den Ratzinger gebeten, als sein theologischer Berater mit ihm nach Rom zu gehen. Und da ist wiederum in dem, schon während der ersten Sitzungsperiode, dann Ratzinger auch zum offiziellen, wie nennt sich, Konzilstheologen ernannt worden, sodass er mit allen Dingen dann betraut war. Ich habe ihn ja später dann sehr oft noch getroffen, vor allen Dingen beim Konzil. Beim Konzil war er ja ein berühmter Mann auf einmal, er war ja der Star, aber ich hatte gar keine Bedenken, den Star auch anzusprechen. Oder zum Essen einzuladen, das war immer nett, die Theologen zum Essen einzuladen, die Konzilstheologen. Und da ging es lustig her. Ich habe mich nie in die kirchenpolitischen Sachen eingemischt, sondern das war einfach reine Erholung. Und das haben die alles immer sehr genossen, auch der Professor Ratzinger, damals war er noch Professor. Ja, ich bin ja zweimal in Rom gewesen. Kardinal Frings hatte mich bei der dritten und der vierten Sitzungsperiode, also 64 und 65, eingeladen. Und ich weiß bis heute nicht, was mir dieses Geschenk gebracht, wie das zustande kam. Aber er hat mich eingeladen, dass ich jeweils für 3-4 Tage in Rom war und auch in die Sitzungen mitgehen durfte, was nur ganz selten erlaubt wurde. Denn alle anderen mussten, wenn nach der Eröffnungsmesse dann die Aula verlassen. Und ich habe dann diesen Tagen wirklich den ganzen Verlauf der Interventionen, der Wortmeldungen der Konzilsväter alles mitbekommen und natürlich eine ganze Reihe dann von bedeutenden Persönlichkeiten zumindest der Ansicht nach bekommen. Nicht zum Beispiel Kardinal Beran von Prag. Nicht, das war dann auch was Besonderes. Ich habe im
Diözesanarchiv in Köln auch die Unterlagen einsehen können zur Vorbereitung des Konzils. Frings bekam die Akten aus Rom und hat sie dann im Urlaub an Ratzinger weitergeschickt. Er hat sie durchgearbeitet. Die beiden waren bestens vorbereitet auf das Konzil. Und Ratzinger hat eben als junger Theologe seine neuen Anstöße für die Theologie, aber auch für das Leben der Kirche mit einbringen können. Das ist natürlich eine kirchengeschichtliche Sternstunde, eine große Chance für ihn gewesen, sodass er eben schon sehr früh auch auf der Weltbühne agieren konnte. Er hat in Rom dann die großen Theologen und Bischöfe kennengelernt und war dann nach dem Konzil wirklich nicht nur in Deutschland, sondern international schon bekannt. Und das hat eben in Bonn begonnen. Das darf man durchaus betonen. Auch nach dem Konzil arbeitet Professor Ratzinger mit dem Erzbischof eng zusammen. Das belegen auch zahlreiche Briefe, die im historischen Archiv zu finden sind. So schreibt er am 14. September 1962: Eminenz, hochwürdigster Herr Kardinal, inzwischen habe ich den Konzilsband durcharbeiten können. Die Änderungen gegenüber der ersten Vorlage habe ich jeweils am Rand angemerkt, so dass man den Unterschied jeweils sofort feststellen kann. Ich war Sonderkorrespondentin der Rheinischen Post beim Konzil. Ja, die Korrespondenten der großen überregionalen Zeitungen haben natürlich auf die Sonderkorrespondenten von oben herabgeschaut, denn wir hatten ja nicht die Beziehungen, die die hatten. Aber ich habe sehr viele Interviews gemacht mit Bischöfen, denn auf einmal hatte man die Bischöfe ja greifbar nah. Das war ein ganz neues Erlebnis. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Artikel geschrieben: Bischöfe sind Menschen wie du und ich. Sonst haben die ja nur in ihrer Residenz gesessen oder auf einmal auf Firmenreisen. Nicht wahr? Und da auf einmal liefen sie auf der Straße rum und wurden in Busse verfrachtet, ganz wie wir auch. Ja. Also, und dann konnte ich, wenn ich Problem hatte mit einem Artikel, dann habe ich den Professor Ratzinger angerufen und habe ihm gesagt: Herr Professor, kann ich das so schreiben oder so? Hat er mir ganz lieb geholfen. Ich wollte nie etwas wissen aus der Aula, da durfte er ja nichts sagen. Aber sagen wir doch ein bisschen Hintergrund, wie die Stimmung war oder so, das war schon gut. Das war schon gut, das zu haben. Ja. Ja, die Bonner Jahre, ich hatte es schon angedeutet, es waren 4 Jahre. Die Bonner Jahre von 59 bis 63, also es war schon das erste Jahr des Zweiten Vatikanums, waren Jahre, in denen er auch wissenschaftlich, theologisch viel und intensiv gearbeitet hat. In diesen Jahren ist er auch bekannt geworden über die Fakultät hinaus, über das Rheinland hinaus, auch über Deutschland hinaus. Man hat gesehen, welche Kraft in diesem jungen Professor steckt und welche Fähigkeiten er hat, Theologie zu treiben und theologische Vorlesungen zu halten. Das war für ihn auch eine neue Erfahrung, eine Erfahrung, die ihn natürlich auch bereichert hat. Aber er hat auch gesehen, dass eben im theologischen Konzert der Professoren und im theologischen Konzert der Vielfalt der Auffassungen es wichtig ist, auch die Stimme der Kirche, die kirchliche Stimme, die Erdung der Theologie in der kirchlichen Botschaft zu betonen. Ansonsten wird es sehr akademisch und sehr wissenschaftlich, aber es löst sich vom Eigentlichen. Das war alles sehr, sehr unkonventionell. Da waren natürlich oft andere dabei, der Professor Grillmeier zum Beispiel, den ich auch sehr liebte, und andere Konzilstheologen, nur nicht der Küng. Der war weiter weg, da habe ich nie einen Platz gekriegt in den Vorträgen vom Küng, weil das so voll war. Der war auch ein großer Star beim Anfang des Konzils. Aber dass der Ratzinger dann der Konzilsberater von Kardinal Frings war, das war auch toll. Ja, aber ich hatte dann keine Scheu. Ich kannte ihn ja dann so ein bisschen und das war einfach, wie wenn ich meinen Bruder gefragt hätte. So war das. Der Ratzinger wohnte ja mit dem Kardinal Frings in der Anima in die Siemens. Und dann haben also Luthe und Ratzinger und ich auch jeden Morgen zelebriert. Da war man eben einfach zusammen, diese kurzen Tage, aber dann intensiv.
wie soll ich sagen, er war nicht abweisend oder so, aber er war ein stiller Mensch. Er ist auch bei Tagungen nie mitgegangen, da unten in den Keller und noch was zu trinken, denn er hat überhaupt keinen Alkohol getrunken. Aber er hat in Italien bei den Essen, war es immer sehr munter, da war auch der Karl Rahner manchmal dabei. Der wusste dann gar nicht, was er von der Speisekarte sich aussuchen sollte. Er sagte, krieg immer das Essen unters Kinn gestellt. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Aber Eis, das wusste er. Das konnte er bestellen. Das wusste er. Ja. Also das war eine tolle Atmosphäre. Da habe ich wirklich so viele Menschen kennengelernt und so viele Lichtgestalten. Aber er war der Zarteste. Er war ein schöner Jüngling. Ja, wirklich. Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele schon einmal gestellt haben, wann war Josef Ratzinger eigentlich das erste Mal in Rom? Damals war es noch nicht üblich, so weit zu reisen. Er war nicht im heiligen Jahr 1950 in Rom, wo viele Theologiestudenten unterwegs waren. Da saß er nämlich gerade an seiner Doktorarbeit in München. Die musste fertig werden. Er war in der Zeit als Professor in Bonn das erste Mal in Rom. Und zwar im Frühjahr 1962 hat er sich zusammen mit seinem Bruder Georg aufgemacht mit dem Zug und hat dann Rom besichtigt. Und ich habe den Studenten kennengelernt, der ihn damals durch Rom geführt hat, Helmut Brandner. Und die beiden waren also ganz begeistert von dieser großen Stadt. Zum ersten Mal saß er in der Piazza Navona und diesen Ort wird er später als Konzilstheologe immer wieder aufsuchen, denn, so sagt er, dort gibt es das beste Eis. Ich war in der Tat nicht dabei, damals war ich noch ein kleiner Knirps. Ich weiß nur von ihm selber, aber das hat er ja auch in seiner Biografie geschrieben, aus meinem Leben, dass die ersten Monate er im Albertinum gelebt hat und dann eine Wohnung gefunden hat in Bad Godesberg. Und seine Schwester ist ja mit ihm gekommen und dass er von Bad Godesberg aus jeden Tag dann eben nach Bonn gegangen ist, an die Universität, zum Arbeiten, zum Lehren, zum Forschen, Seminare zu halten und natürlich auch dann von dort aus bestimmte Reisen gemacht. Er wurde auch eingeladen, immer mehr zu Vorträgen. Klar, je bekannter eine Person wird, desto größer ist auch der Anspruch und desto häufiger wird sie eingeladen, um zu bestimmten Themen etwas Bestimmtes und Tragfähiges zu machen. Das hat dann eher so ein bisschen lokalgeschichtliche Hintergründe. Es ist die Adenauerzeit. Ratzinger ist ein musischer Mensch. Bonn, die Stadt Beethovens. Er hat viele Konzerte besucht. Er hat sich auch in Bad Godesberg sehr wohl gefühlt. Im Haus habe ich also mit zwei Leuten sprechen können, die damals seine Nachbarn waren. Das eine war Professor Ludwig Hödel, sein Kollege, auch ein Bayer, der zeitgleich mit ihm nach Bonn kam, auf den zweiten Dogmatiklehrstuhl, der auch in Bonn geblieben ist, als Ratzinger dann weiterzog. Und den habe ich also getroffen. Er hat mir von diesem Leben in diesem beschaulichen, bürgerlichen Bonn noch vieles erzählen können. Und dann hat im Haus auch ein Professor gewohnt für romanische Philologie, Arno Esch, auch den erwähnt Ratzinger in seinen Erinnerungen. Mit ihm, seiner Frau, seiner Tochter ist er auch ein Leben lang in Verbindung geblieben, sodass man sieht, Ratzinger hat sich auch dadurch, dass seine Schwester ihn begleitet hat, in Bonn menschlich auch irgendwo wohlgefühlt. Er kam, wenn er morgens von Bad Godesberg aufbrach, er hatte ja kein Auto, er hat auch nie einen Führerschein gemacht, kam er mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher, ging dann über die Hofgartenwiese hier in den Innenhof und dann zu seinem Dienstzimmer. Während der Zeit, wo er hier in Bonn wohnte, hatte er eine relativ kleine Wohnung von 95 Quadratmetern. Er schreibt auch in seinen Erinnerungen, die Wohnung war so teuer, damals nach dem Krieg gab es noch Wohnungsnot, dass ein Drittel seines Gehaltes für die Miete draufging. Und er war froh, dass seine Schwester dann nach dem Tod seines Vaters im Juli 1959 zu ihm hier nach Bad Godesberg gezogen ist und ihm den Haushalt geführt hat. Denn bei aller Genialität war er nicht unbedingt ein praktischer Mensch. Er war sehr froh, wenn er seine Zeit für seine Bücher, für seine Vorlesungen, für seine wissenschaftliche Kommunikation hatte. Und es störte ihn, wenn er irgendwas einkaufen musste oder sich um praktische Dinge kümmern musste. Das galt auch für das Tippen. Er hat, wenn er selber etwas getippt hat, mit zwei Fingern getippt. Seine Schwester hat
fast alle seine Manuskripte getippt. Sie hat übrigens auch in der Zeit hier in Bonn für viele seiner Studenten die Doktorarbeit getippt. Sie haben ihm natürlich dafür ein bisschen etwas bezahlt, aber das war so perfekt, dass er dann also froh war, wenn er ein solches Manuskript vor sich liegen hatte, das von seiner Schwester um jeden Druckfehler gebracht war. Denn sie war so genau, dass er nicht einmal mehr irgendetwas nachprüfen musste. Josef Ratzinger wurde von seiner Schwester Maria begleitet. Die hatte vorher ja eine Stellung als Sekretärin in einer Anwaltskanzlei in München, war dann schon in Freising bei seinen Eltern im Haushalt und ist dann, so wie er, aus Bayern, aus der vertrauten Heimat, ins Rheinland gewechselt, hatte ein Zimmer in der Wohnung in Bad Godesberg und war eben zuständig für die alltäglichen Fragen. Aber wir wissen auch, dass sie Josef Ratzinger immer wieder in seine Überlegungen mit einbezogen hat. Maria Ratzinger hatte gut Anschluss an die Nachbarn im Haus, an Ida Hödel, die Haushälterin dieses Kollegen, Professor Hödel aus Bayern. Da war sicher auch die Landsmannschaft eine gute Grundlage, sich auszutauschen, und auch mit der Familie Esch. Ratzinger hat also immer darauf geachtet, dass sie mit eingeladen war. Sie war also nicht nur so eine Küchenhilfe, sondern sie war gleichberechtigt. Sie war wirklich eine Wegbegleiterin für ihn. Und sie hat in dieser Zeit auf jeden Fall eine Doktorarbeit ins Reine getippt von Raimund Kottje, der später dann Kirchenhistoriker war, den ich auch noch einmal besuchen konnte. Und obwohl Maria Ratzinger kein Latein gelernt hatte, war ihre Arbeit fast fehlerfrei, hat mir Professor Kottje belegt. Also Maria Ratzinger hat wirklich was drauf gehabt, würde man heute sagen. Sie war intelligent, sie konnte sich gut einarbeiten. Und ihre Rolle an der Seite von Josef Ratzinger wird, glaube ich, bis heute etwas unterschätzt. Es gibt wenige Dokumente, die bisher veröffentlicht wurden über ihr Leben. Aber ohne sie wäre ihr Bruder nicht so leicht diesen Weg gegangen. Er hat ja öfter die Uni gewechselt, auch nach Rom ist sie mitgegangen. Also sie war wirklich eine zentrale Bezugsperson, sie war ein Stück Heimat. Und sie war auch so ein bisschen die Stimme des Volkes, ne? Dass der große Professor Ratzinger mit seinen Gedanken, mit seinen Diskussionen auch immer wieder die Verbindung zum Alltag und zu den praktischen Fragen des Glaubens finden konnte. Ja, ich habe leider seine Schwester Maria nicht mehr gekannt. Sie ist ja im Jahre 91 gestorben. Ich bin erst im Jahre 1995 nach Rom gekommen. Von dem, was ich immer wieder gehört habe von Papst Benedikt selber oder von anderen, die sie gekannt haben. Sie hat natürlich, das muss man schon sagen, sie hat auch ihr Leben in einer bestimmten Weise ihrem jüngsten Bruder geopfert. Sie hat also, sie ist ja mitgegangen, sozusagen von Bonn nach Münster, nach Tübingen, nach Regensburg, nach München und auch nach Rom. Maria Ratzinger hatte viele Begabungen. Sie hat sich vielleicht nicht so als Hausfrau oder als Köchin verstanden. In Bad Godesberg hatten die Ratzingers eine Haushaltshilfe. Ich nehme an, dass auch die damals gekocht hat. Maria Ratzinger hat sich zwar bemüht und auch Kochbücher zu Rate gezogen, aber die Ratzinger sind eigentlich gerne essen gegangen oder haben, wie gesagt, auch sich von anderen einmal einladen lassen. Ich denke, dass Maria Ratzinger wirklich vom Typ her eher eine Lehrerin oder eine Sekretärin war und diese Haushaltsdinge eben gemacht hat für ihren Bruder, aber vielleicht nicht mit allzu großer Leidenschaft. Sie gilt als eine sehr stille Person, als eine sehr aufmerksame Person, als jemand, der tatsächlich auch die Kräfte sozusagen dafür einsetzte, dass der Bruder in vielen Punkten auch den Rücken frei hatte, bestimmte Dinge zu tun, auch bestimmte Dinge zu lassen. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat sie auch in dieser Form auch ihre Lebensaufgabe gefunden. Umso größer war natürlich der Schmerz, als sie dann also völlig unerwartet im Jahre 1991 verstorben ist. Wir stehen hier in Bad Godesberg vor der Kirche St. Augustinus. In dieser Kirche hat Josef Ratzinger während seiner Bad Godesberger Zeit regelmäßig die Heilige Messe zelebriert. Der damalige Küster Peter Vetter erzählte dem Bonner Generalanzeiger, dass Josef Ratzinger täglich in aller Herrgottsfrühe in dieser Kirche die Messe feierte. Und wenn ich mal verschlafen hatte, konnte ich sicher sein, der Professor, der war da, erinnert sich Vetter an einen im Umgang unkomplizierten, demütigen Mitdreißiger, der nach der Messe erstmal nach Hause in die Würzerstraße frühstücken gegangen war. Als Priester habe Ratzinger, wenn Not am Mann war,
bei anderen Gottesdiensten schon mal aus dem Stand gepredigt und einmal bei einem kollabierten Kirchenbesucher sofort die Krankensalbung gespendet. Ja, und das ist das Schild, das an die Godesberger Zeit von Benedikt erinnert. Die Zeit von Ratzinger natürlich damals noch und dass er selbst gesegnet hat. Bevor es dazu kam, dass er das segnete, bat er mich, den Text noch einmal vorzulesen. Ich las dann vor, hier in St. Augustinus feierte Professor Dr. Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., während seiner Tätigkeit als Professor an der Theologischen Fakultät in Bonn, regelmäßig die Heilige Messe. Und der Heilige Vater schloss die Augen und dachte kurz darüber nach und sagte dann, vielleicht mit einem leicht ironischen Ton in der Stimme, das stimmt ja sogar jedes Wort. Ich gehe davon aus, dass es also ganz unspektakulär war, dass er eben mit seiner Schwester in Bad Godesberg gelebt hat und von dort aus seiner Arbeit nachgegangen ist. Und auch das, was er sozusagen von, was andere von ihm erwartet haben, dass er denen entgegenkam, um einfach das zu tun, was der liebe Gott ihm als Gabe gegeben hat, nämlich den Glauben zu verkünden in einer Form, die verständlich ist, aber auch auf einer intellektuell sehr hohen Ebene. Es gibt ja Kritiker des emeritierten Papstes, die meinen, dass er eben ein Elfenbeinturmgelehrter gewesen sei, der die Kommunikation mit den Menschen möglichst auf Null reduziert habe. Das ist ganz und gar nicht wahr. Hier in Bad Godesberg erzählen die Leute bis heute, dass er sich auch seelsorglich um sie gekümmert habe, dass er regelmäßig Beichte gehört habe, dass er Menschen empfangen habe, die ihn als Seelsorger sprechen wollten, dass er regelmäßig in verschiedenen Kirchen, vor allen Dingen in St. Augustin und in der Namen Jesu Kirche zelebriert hat, oft natürlich auch hier in Bonner Münster. Das politische Leben in Bonn hat Josef Ratzinger durchaus wahrgenommen, der Besuch von Kennedy, Adenauer, Ludwig Erhard als Bayer. Allerdings war natürlich Ratzinger sehr beschäftigt an der Universität. Er musste seine Vorlesungen neu schreiben und entwickeln. Er hat sich sehr viel Zeit genommen für seine Studenten. Und ab Herbst 1962 war er dann ganz für die Vorbereitung des Konzils zuständig. Insofern sind es immer mehr Aufgaben geworden, die er in Bonn bekam. Und er hat also noch einige Begegnungen und Erinnerungen an diese Zeit, an das Leben in Bonn, an die kulturellen Veranstaltungen. Aber sein Schwerpunkt war doch die Universität. Interessant ist eigentlich auch, dass Josef Ratzinger offensichtlich in der Zeit, als er hier in Bonn war ja schon Bundeshauptstadt, als er 1959 nach Bonn kam, war Bonn schon viele Jahre Bundeshauptstadt. Es gab seit 10 Jahren die Bundesrepublik Deutschland. Hier ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland formuliert, erarbeitet worden, verabschiedet worden am 23. Mai 1949 im Museum König und im Bundesrat, im späteren Bundesrat, in den Gebäuden, dass er eigentlich immer nur Theologe geblieben ist. Er war immer Priester und Theologe, hat in St. Augustinus die Messe zelebriert, hat zu vielen Kirchen hier in Godesberg eine persönliche Beziehung und dass er eigentlich nie die Nähe zur Politik gesucht hat. Es gab also nicht den politischen Josef Ratzinger, es gab nicht den Professor, der sich gewissermaßen gemein gemacht hat mit der Politik. Von Privatleben der Ratzingers ist nicht allzu viel bekannt, aber Studenten erinnern sich daran, dass er mit ihnen mal zum Abschluss eines Seminars wahrscheinlich auf die Schelsig, auf die andere Seite rüber gefahren ist und dort in einem Restaurant, das es heute noch gibt, auch Abend gegessen hat. Er soll damals russische Eier bevorzugt haben. Er hat dann auch täglich, das wissen die wenigsten, das tut er eigentlich auch heute noch, wenn auch heute im Rollstuhl, 2-mal am Tag einen kleinen Spaziergang gemacht, in der Mittagszeit und in der Abendzeit. Das war allerdings auch der einzige Sport, den er getrieben hat. Im Übrigen war er froh, wenn er dann sich zurückziehen konnte und lesen konnte. Und er schreibt auch in seinen Erinnerungen, dass er überall, wo er ein Arbeitszimmer hatte, und das war für ihn ganz wichtig, dass er wenigstens einen Raum hatte, wohin er sich zurückziehen konnte, dort hatte er immer ein Kanapee stehen. Denn er sagte, wenn ich etwas tiefer durchdringen wollte, dann musste ich mich hinlegen. Und das ist bis heute so. Wenn er an einer Stelle, wenn er Bücher schreibt, nicht weiterkommt, dann legt er sich hin und dann geht es weiter. Das
ist übrigens etwas, was er mit vielen Genies gemeinsam hat. Das wäre einmal interessant, kulturgeschichtlich zu prüfen, wer alles so ein Canapé gebraucht hat, um besonders originelle Gedanken zu produzieren. Ja, er war hier in Bonn besonders glücklich, weil er zum Ersten die Sorgen um seine Habilitation hinter sich hatte. Die Differenzen mit Professor Schmaus sind ja bekannt. Und er hatte hier zum ersten Mal die große Freiheit eines Theologen an einer staatlichen Universität. Er merkte natürlich auch, das ist etwas anderes als eine theologische Hochschule auf dem Freisinger Domberg. Er hatte hier Kontakte wirklich zu vielen Wissenschaftlern aus anderen Fakultäten. Zum Teil waren sie bis zu ihrem Tod mit ihm befreundet. Er hat ja auch viele wissenschaftliche Publikationen im Bereich des interreligiösen Dialogs, im Bereich des Gesprächs zwischen Theologie und Philosophie, Philosophie und Naturwissenschaften, was die wenigsten wissen, hat er Kontakte gepflegt in die Bonner Universität hinein. Und das, so sagt man, ist auch in Münster und in Tübingen so gewesen. Josef Ratzinger hat sicher das Beethovenhaus besucht und verbindet auch Beethoven mit Bonn. Das zeigt sich auch daran, dass er 2007 von der Bonner Fakultät ein Faksimile einer Komposition von Beethoven bekam zum 80. Geburtstag und dann in seinem Antwortbrief eben diese Verbindung noch einmal hervorgehoben hat, dass er damals auch Konzerte von Beethoven besucht hat und ihm das also eine sehr wichtige Erinnerung geblieben ist. Und dann ist noch so ein theologiegeschichtlich ein Konzert wichtig, nämlich im Gürzenich hat er eines besucht und bei diesem Konzert war auch Kardinal Frings mit seinem Sekretär Hubert Luthe und bei dieser Gelegenheit, so wurde mir erzählt, haben sich der Kardinal und der junge Professor zum ersten Mal in die Augen gesehen, haben sich zum ersten Mal ausgetauscht und da ist dann die Grundlage dann auch da gewesen für weitere Gespräche und für die spätere Zusammenarbeit auf dem Konzil. In seinen Erinnerungen über die Zeit in Bonn schrieb damals Kardinal Josef Ratzinger: Der große Strom mit seiner internationalen Schifffahrt gab mir ein Gefühl der Offenheit und Weite, einer Berührung der Kulturen und der Nationen, die seit Jahrhunderten hier aufeinandertrafen und sich beflügelten. Die Stadt Bonn war für ihn nicht nur die Stadt der Wissenschaft, sondern auch die Stadt der Kultur und der Musik und vor allem die Stadt Beethovens. Ich glaube, dass er auch eine Beziehung zu Bonn deshalb hatte, weil Bonn eine Stadt ist, die von Beethoven geprägt ist. Und er ist ja ein großer Musikexperte und großer Musikliebhaber. Ich als Bonner freue mich natürlich ganz besonders, dass Bonn die Stadt Beethovens ist. Aber wenn wir auf die geistige oder die geistliche Dimension von Josef Ratzinger zu sprechen kommen wollen, dann muss ich auch daran erinnern, dass er mir mal gesagt hat, wenn wir uns so über Bad Godesberg unterhalten haben, dass er auch ganz präzise nachgefragt hat, was macht zum Beispiel die Herz-Jesu-Kirche? Das ist eine Kirche mitten im Villenviertel von Bad Godesberg, meine Taufkirche, in die ich selber sehr schätze und wo ich eine innige Beziehung zu habe, in die er auch immer wieder gegangen ist, so außerhalb der Gottesdienstzeiten, wo er gebetet hat. Und das zeigt, wie er so ganz normal hier gelebt hat als katholischer Christ, als Professor, der von der Wurzerstraße in Godesberg-Blittersdorf es nicht weit hatte, einige Minuten zu gehen bis ins Villenviertel, wo die Herz-Jesu-Kirche liegt. Genauso gut hatte er eine Beziehung zur später gebauten Kirche Heiligkreuz, die ja nach seiner Zeit gebaut worden ist, nach seiner Bonner Zeit gebaut worden ist. Und es zeigt, dass er hier eigentlich Heimat gefunden hat, auch geistige Heimat gefunden hat in Bonn und in Bad Godesberg. Hier in dem Haus Wurzerstraße Nummer 11 hat Josef Ratzinger in seiner Bonner Zeit gewohnt. In unserem Gespräch über seine Godesberger Jahre erinnerte er sich noch sehr lebhaft daran, wie ihn der Weg von seiner Wohnung zu St. Augustinus führte. Nicht weit von hier auf der anderen Seite der Bahn. Er erinnerte sich noch gut daran, an welchen Häusern und Geschäften er vorbeikam. Und er hat ganz deutlich betont, dass die Godesberger Jahre zu den besonders
Schönen in seinem Leben gehörten. Er erinnert sich sehr gerne daran, er hat sich hier sehr, sehr wohl gefühlt. Und er schreibt ja dann, er ist eigentlich ungern weggegangen. Ja, das schreibt er von keiner anderen Universität, aber in Bonn 1962 hat sich dann in der Fakultät, gab es ein paar Diskussionen und Münster hat ihn gelockt mit dem Dogmatiklehrstuhl und das war dann letztlich doch ein Grund, noch einmal zu wechseln, aber er hat Bonn immer in Erinnerung behalten und wir wissen ja, als er dann wieder zum Weltjugendtag in Köln kam, 40 Jahre später als Papst, hat er sehr viele Erinnerungen und Beziehungen wieder aufleben lassen, sodass ich schon meine, es ist zwar eine kurze und frühe Zeit in seiner Biografie, aber doch eine, in der sehr viel Grund gelegt worden ist. Und schließlich auch, weil ich am Anfang von den Zeitzeugen sprach, denen ich viel verdanke für meine Forschungen, sein Schülerkreis hat in Bonn angefangen. Dort hat er die ersten Studenten und auch Studentinnen um sich gesammelt. Und die haben also damals auch Kirche und Glaube neu kennengelernt durch diesen Professor. Auch seine Ausstrahlung als Lehrer hat eigentlich in Bonn sich so richtig entfalten können. Und so erinnern wir uns zu Recht auch an diese spannende Zeit. Die Konflikte, die dokumentiert sind in Bezug auf verschiedene Doktoranden, die am Schluss seiner Bonner Zeit aufkamen, die sind vielleicht einer der Gründe gewesen, weswegen er nach 4 Jahren nach Münster gegangen sind. Aber ich glaube, der entscheidende Grund war wohl der, dass ihm die Münsteraner Fakultät eine große Ausstattung zur Verfügung stellte und dass er vom Herzen her doch eher Dogmatiker als Fundamentaltheologe war und er dort in Münster dann eben die Dogmatik vertreten konnte. Und ich glaube, dass das von daher, dass das eigentliche Motiv da begründet ist in diesem Punkt. Ja, Josef Ratzingers Abschied in Bonn, man kann sagen, er war etwas überstürzt. 1962 hat die Universität Münster schon im Frühjahr einmal angeklopft, ob er nicht den Dogmatiklehrstuhl übernehmen will. Er hatte sich überlegt und abgesagt im August. Aber dann hat sich im Wintersemester, so stellte es dar, in der Fakultät einiges zum Negativen gewendet. Zwei seiner Doktoranden hatten Probleme mit ihrer Arbeit und Ratzinger war in der Zeit in Rom, also er konnte bei den Sitzungen nicht dabei sein. Das hat ihn auch belastet, weil er eben sehr für seine Studenten da war und deren Arbeit auch sehr geschätzt hat. Und dann hat Münster noch einmal angeklopft bei Ratzinger und er hat sich dann in den Weihnachtsferien 62/63 überlegt, dass Münster, auch der Lehrstuhl dort für Dogmatik mit sehr guter personeller Ausstattung, doch ganz günstig wäre. Kardinal Frings hat ihm die Erlaubnis gegeben sozusagen, das war ihm wichtig, dass sie weiterhin zusammenarbeiten können und dann hat er sich eigentlich im Januar 63 entschieden, Bonn zu verlassen. Die Studenten waren damals sehr betroffen. Sie haben einen Fackelzug veranstaltet, so steht in einem Zeitungsbericht, um ihn sozusagen zu ehren und ihn vielleicht noch einmal umzustimmen. Aber Ratzinger ist dann bei seiner Entscheidung geblieben und die Studenten sind zum Teil mitgegangen. Etwa 12 haben dann die Uni gewechselt, mit ihrem Professor in Münster weiter studiert. Aber die Zeit in Bonn ist Ratzinger immer in guter Erinnerung geblieben. Bis heute bekannt ist ja, dass in seinem Wohnhaus in Bad Godesberg eine Gedenktafel mittlerweile enthüllt ist. Oder dass er auch mit einem seiner früheren Studenten, Norbert Blüm, den früheren Bundesarbeitsminister, verbunden war. Der hat ihn noch vor ein paar Jahren einmal besucht im Ruhestand. Also so ist von diesen Studenten aus eine sehr lebendige Verbindung zu ihm geblieben. Und Bonn hat er eben auch in seinen Erinnerungen eigentlich als die schönste Stadt dargestellt, in der er als Professor unterrichtet hat. Er war jemand, von dem alle Studenten, die mit ihm zu tun hatten, sagten, er hat sich um uns persönlich gekümmert. Er hatte in keiner Weise irgendwelche Professorenallüren. Er war sehr bescheiden. Er hat die Studenten übrigens immer, wenn er ein Hauptseminar zu Ende gebracht hatte, eingeladen zum Eisessen oder in die Trattoria. Ja, er war kein lauter Mensch, aber er konnte lachen. Er konnte lachen und er konnte sich auch schütteln, wenn ich Frutti di Mare bestellte beim Essen. Oh, das habe ich auch mal geschrieben, da schüttelte sich seine bayerische Seele. Das fand er furchtbar, aber da haben wir viel gelacht, ja, eben. Er war auch sehr zurückhaltend, nicht? Er war nicht so ein Schulterklopftyp, das war er nicht. Ne?
Er war jemand, der ganz und gar kommunikativ war. Allerdings, das sagen auch alle, die ihn kannten, ich kann das persönlich natürlich nicht aus meiner Erfahrung sagen, sondern vom Hören sagen, alle, die ihn persönlich kannten, sagen, er hat immer auch die Distanz gewahrt. Er war also nicht kumpelhaft, er hat immer die Anrede Sie gewahrt, auch gegenüber seinen Assistenten. Das heißt, er hatte ein Gespür für Nähe und Distanz und das zeichnet eine große Persönlichkeit auch aus. Das zeichnet auch ihn als Charakter aus. Er hatte ein ganz feines Gespür für die Wirklichkeit des anderen Menschen, aber auch für die Wirklichkeit dessen, was in der Gesellschaft vorging, für seine Kollegen hier in der Fakultät. Er wusste genau einzuordnen, wie er wo wen zu situieren hatte. Und das hat es ihm natürlich dann auch erleichtert, überall gut zurechtzukommen. Josef Ratzinger gilt bei manchen Leuten als sehr ernst oder sehr streng, dass auch dieses Bild als Präfekt der Glaubenskongregation, das die Medien gezeichnet haben, der so die Dinge überwacht und kontrolliert. Aber das unterschätzt die menschliche Weite und Größe und Lebendigkeit von Josef Ratzinger. Es ist bekannt, dass er gerne zu Veranstaltungen gegangen ist, schon in Bonn im Albertinum, aber auch später. Er hat auch den Karl-Valentin-Orden verliehen bekommen. Also er hatte zum Karneval, in Bayern sagt man Fasching, ein ganz ungezwungenes Verhältnis. An zwei Orten in Bad Godesberg, an der Kirche St. Augustinus und an der Wurzerstraße 11, sind die Erinnerungstafeln angebracht. Diese Tafeln wurden auf Anfrage des Pfarrgemeinderates Bad Godesberg von ihm persönlich gesegnet. Im Jahr 2016 besuchte ich Benedikt XVI., unseren geliebten Papa Emeritus, zusammen mit meiner Frau in meiner Funktion als Godesberger Pfarrgemeinderatsvorsitzender in seiner Wohnung in Rom, damit er die Tafel, die hier in Bad Godesberg an seine Zeit erinnert, segne. Die Atmosphäre des Besuchs war vollkommen davon geprägt, dass Benedikt XVI. Ein sehr humorvoller, liebenswürdiger und unkomplizierter Mensch ist in der persönlichen Begegnung. Ich werde nie vergessen, dass wir natürlich mit einer gewissen Aufregung, das macht man ja nicht jeden Tag, das kleine Kloster, in dem er dort lebt, im Vatikan betraten. Und als wir die Tür durchschritten, meine Frau noch zu mir sagte, das Reden überlasse ich dir. Aber es dauerte nur wenige Minuten im Wohnzimmer von Benedikt XVI. Im persönlichen Gespräch. Und sie hat sich munter an der Diskussion und an der Unterhaltung beteiligt, weil der Papa Emeritus eine so humorvolle, liebenswürdige und unkomplizierte Art hat, dass man sofort jede Angst sozusagen verliert und eine Gesprächsatmosphäre herrschte, als ob man bei einem lieben alten Freund zum Kaffee eingeladen wäre. Er hat ja Humor, er hatte Humor. Er hat einen stillen Humor. Sonst mit Menschen, die keinen Humor haben, kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber wenn das ist, die nehmen sich nicht so ernst. Und die anderen nehmen sie auch nett, ja, liebevoll ernst. Jeder weiß, dass der andere nicht vollkommen ist, ja, und es ist nicht alles so, wie man es gerne hätte. Er ist wohl nicht der selber Witze erzählt. Aber mir hat eine Studentin gesagt, Ratzinger war immer da, wo gelacht wurde. Und bekannt ist, dass er Hubert Luthe zum Beispiel, den späteren Weihbischof in Köln, geschätzt hat, weil der so jemand war, der so Anekdoten und Witze erzählen konnte. In dessen Nähe hat er sich immer gerne aufgehalten. Ich selber habe bei meinen Gesprächen Papst Benedikt als einen Menschen kennengelernt, der die anderen Menschen sehr gut kennt, beinahe auch durchschaut. Und auf eine liebenswürdige Weise auch ihre Schwächen benennen kann. Also ich würde sagen, sein Humor ist jetzt nicht so ein polternder, vielleicht so wie man ihn in der Öffentlichkeit kennt. Es ist ein feiner Humor, der eben aus einer großen Menschenkenntnis herauskommt. Und insofern ist er wirklich ein Charakter, der viele Facetten hat und der sich auch im Wesentlichen gleich geblieben ist. Also Freunde, die ihn in Bonn schon kannten, die ihn dann heute wieder erleben, sagen, im Wesentlichen hat er sich nicht geändert. Sein Amt hat ihn nicht irgendetwas eingeschränkt, sondern er ist im Persönlichen immer noch so ein humorvoller, gütiger und sehr zugewandter Gesprächspartner geblieben. Er gehört, wenn man die Geschichte der Bonner Katholischen Theologischen Fakultät einmal schreiben würde, sicherlich zu den Persönlichkeiten, die
Theologiegeschichte geschrieben haben, Kirchengeschichte sowieso, aber eben auch Theologiegeschichte. Ich würde ihn neben Hans-Urs von Balthasar, den er übrigens auch hier in Bonn kennengelernt hat im Jahre 1960 und mit dem ihm eine lebenslange Freundschaft verband, ich würde ihn, Josef Ratzinger, mit Dölibak, Balthasar, zu den ganz großen Theologen des 20. Jahrhunderts zählen. Und ein Element seiner Theologie ist sicherlich die kirchliche Verbundenheit, dass er sagt, dass eben das theologische Denken nach dem Glauben kommt. Der Glaube kommt zuerst und die Theologie ist Hilfe bei der Auslegung des Glaubens. Ersetzt nicht den Glauben. Ich kann nicht Theologie treiben, ohne im Glauben fest verankert zu sein. Wenn ich im Glauben fest verankert bin, bin ich auch in der Lage, theologisch produktiv zu sein. Und diese Erfahrungen hat er sicherlich wissenschaftlich erstmals in Bonn dann auch geäußert und hat aufgrund dieser Erfahrungen auch dann das gesagt und geschrieben, was wir dann später aus seinen Werken kennen. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, der letzte deutsche Papst, wenn man überhaupt von einem deutschen Papst reden kann, bezüglich Hadrian VI. Eher von einem Holländer, aber damals gab es Holland noch nicht, deswegen wird er als deutscher Papst gezählt. Aber 500 Jahre gab es keinen deutschen Papst und der erste deutsche Papst nach 500 Jahren war Professor an der Bonner Katholisch-Theologischen Fakultät. Das ist eine Zierde, die sich, glaube ich, jede Institution auf ihre Fahnen schreiben würde. Im Jahr 2017 schrieb der emeritierte Papst an das Erzbistum Köln: Auch bei meinen verschiedenen Stationen, die mich dann alsbald auf einer Wanderung durch verschiedene Fakultäten führten, sind Bonn und Köln als erste Liebe mir inwendig immer nahe geblieben. Ich habe an diesem Film über 3 Jahre gearbeitet. Auch wenn ich in meinen jungen Jahren als Journalist tätig war, bin ich kein professioneller Filmemacher. Mit einer kleinen Kamera und mit einem einfachen Mikrofon habe ich diese Gespräche aufgenommen. Und das konnte ich nur in meiner Freizeit tun, meistens an terminfreien Montagen. Warum habe ich diesen Film gemacht? Einige Jahre habe ich hier in Bad Godesberg als Kaplan gearbeitet und habe hier viele Gespräche auch über Professor Josef Ratzinger geführt. Nach einem Gespräch mit seinem Bruder und der Privataudienz beim Benedikt XVI. Habe ich mich entschieden, die Erinnerungen an seine Bonner Zeit aufzunehmen und weiterzugeben. Vielleicht motiviert dieser Film auch Sie, mehr über emeritierten Papst zu erfahren, seine Bücher zu lesen und an seinem tiefen Glauben Anteil zu erhalten.